Weltempfänger transportieren uns sofort zu erstmal natürlich die Plattenbauten und vielleicht so eine gewisse Verdichtung, die in den 80er Jahren die Städten auch definiert haben. Das war ein Ideal. Und das hat sie gesehen und sie vielleicht hat auch verstanden, dass da etwas nicht so ganz stimmt. Und diese Dichte und diese Schwere erkennt sie sofort. Sie hat auch an sich eine sehr große Melancholie, die sie auch immer begleitet und vielleicht die alle Menschen begleitet. Und deshalb macht sich damit so frei. Und das ist, was sie dann so großartig macht.